Da ist das bekannte Ferris Wheel von Pripyat. Der Vergnügungspark. Ah! Wow! Ja, da ist der Kollege mit dem Rocket Launcher. Okay, ne? Müssen wir das mal kurz nochmal machen? Upsala, viel zu kurz geworden. Okay, okay. Okay, jetzt nochmal speichern. Okay, da auf der anderen Seite des Vergnügungsparks steht ein Kollege mit einem Rocket Launcher. Das ist sehr gut zu wissen. Dann gehen wir mal vielleicht besser in das Hotel, nicht von dieser Seite. Ne? Okay, der sieht mich auch von da. Verdammter Scheißer. Und ich bin mir ziemlich sicher, der hat keine Muni-Probleme. Er wird einfach wahrscheinlich so einen Stash von Rockets neben sich liegen haben. Das ist nicht einer, das sind mehrere. Ja, jetzt hätte ich gern Gauss Rifle. Okay. Aber gut, wir sind hier, da gucken wir erstmal hier rein. Kümmern wir uns um die Drecksäcke später. Obwohl, nee, besser, wenn ich mich jetzt drum kümmere. Uns mal eine Herangehensweise überlegen. Das Dumme ist, der weiß natürlich jetzt auch, wo wir sind. Also cleverer wäre es wahrscheinlich, wenn wir jetzt aus einem anderen Winkel angreifen würden. Aber es ist... Okay. Jetzt bitte keine Überraschungen auf dem Boden. Fand man mit dem Secret Stash? War ich nah genug dran? Oder was sollte das jetzt? Ach nee, ich war hier nah genug dran, dass die Dings aufpoppt. Okay. Da bist du.
Okay, wir haben aber ein bisschen bessere Position. Alles gut? Der schießt nicht auf mich, oder? Nee, der trifft mich nicht, weil der Baum im Weg ist. Wie unglaublich hilfreich. Und wir sehen, dass das Spiel cheatet. Der hat nämlich definitiv keine Nachladeprobleme. Das Dumme ist, für mich ist der Baum natürlich auch im Weg. Oh, okay. Hier ist er nicht mehr im Weg. Okay, gut. Das war tot. Also... Das glaube ich dem Spiel nicht, dass ich einen direkten Treffer von einem Rocket Launcher überlebe. Okay. Der Baum hält nicht genug. Ja, da kann man auch ruhig mit Explosivdingern auf Bäume schießen. Das sind russische Bäume, die halten halt was aus. Der Winkel ist dieser Beschatt. Da bist du, okay. Er lebt noch. Da ist der andere. Okay, ich habe dich gesehen. So ein bisschen. Okay, das ist albern. Das machen wir von irgendwo anders. Wir gucken uns, kümmern uns erstmal um unseren eigentlichen Auftrag hier. Wir suchen den Stash im Hotel. Das ist offensichtlich falsch. Ich bin doch blöd, ich habe doch einen Granatwerfer. Ich könnte da einfach Explosives zurückschießen, dann müssen wir nicht so genau zielen. Wie kommen wir? Da müssen wir irgendwie hin. Kommen wir hier so? Ja. 1917 bis 1986. So. Okay. Okay, das ist falsch. Das sieht richtig aus. Da kommt Stalker und kletter durchs Fenster. Sei nicht so begriffsstutzig. Okay.
Nicht richtige Level. Warum sind die nicht richtige Level? Wie genau kommt man hier hin ansonsten? Ich meine, hier haben sie irgendwie die Architekten irgendwie ein bisschen... Naja. Bisschen geschlafen. Stalker. Präzises Movement. Okay, müssen wir wohl doch von hier rein. Hilft nichts. Ah ja, hier haben wir den Wachmann erschossen. Der noch mehr. Was Muni? Ist das gut? Okay, na dann gucken wir mal. Man kann ein Hotel ja auch durch den Eingang betreten. Das muss ja, man muss es ja nicht zwangsläufig durch Fenster machen. Und das war offensichtlich nicht vorgesehen. Okay, hier ist ein langer Gang. Okay, der Fahrstuhl steckt fest. Türen sind alle verbarrikadiert. Dieser Raum ist es nicht. Geht euch nicht irgendwann mal die Muni aus? Ich weiß, das sind nur Hintergrundgeräusche, aber trotzdem, das ist ein bisschen lästig. Können wir hier irgendwie rüber... Können wir den Fahrstuhl nehmen? Nope. Nee, ich glaube, das soll uns zeigen, da können wir nicht durch. Ist noch irgendwie eine andere Möglichkeit, aufs andere Stockwerk zu kommen. Ah, wo wir schon mal hier sind. Sehe dich gerade nicht. Ja, da fehlt doch. Vielleicht doch. Ein Quadjump. Das ist nicht vorgesehen. Ich muss ja einen besseren Weg finden. Vom Dach vielleicht? Ich muss einfach nur die Tür aufmachen. Und bei der richtigen Tür erscheint ein Button-Prompt. Okay, ne, das Game Design kann man besser machen. Okay, wir haben den Raum aber gefunden. Er ist also offensichtlich auf diesem Floor. Und wir... Look the stash over. Ja, ich muss ihn erstmal finden. Hier finden wir... den Decoder. Hier finden wir irgendwas. Und hier finden wir einen Military Armored Suit. Okay. Finden wir hier noch irgendwas? Ne. Nope. Okay. So, da wollen wir mal schauen. Wir haben
das Ding, das können wir gleich mal anziehen. Wir haben Powerful Electronic Lockpick. Strangely enough, it does not seem to be an all-purpose thieves instrument. Rather, it seems to have been created with a specific electronic lock in mind and can't be used to override anything else. Okay. Documents from the secret stash in Pripyat. One manuscript and letter binding, written by Strelok himself. Judging by the headings alone, it might explain some of the zone's secrets. Können wir das irgendwie lesen? Gar nicht mehr. Pripyat stash. The stash contained a short report on how Fang and I infiltrated the underground galleries under the station's sarcophagus and found a suspicious-looking door. Fang said that he'd put together a decoder for the electronic lock for our next visit. After that, we had to run for our lives. There were hordes of monolith patrols here. Well, I also found a decoder in the stash and directions for finding the door. It was okay. However, it seems that approaching the monolith is extremely dangerous. Mm-hmm. Avoided going under the sarcophagus. Avoided going under the sarcophagus above the destroyed reactor, and it seems that's where the monolith is. Okay, also nicht in den Reaktor. Das sind die Beschreibungen der Experimente in X18. Last stage of the experiment. Psi-Emissions to test subjects. Ja, die wollten irgendwie genau. How this emission would affect humans. Und was haben sie in Agroform gemacht? Achso, das kennen wir schon. Consisting of investigator squad of SPU Special Forces conducted search at Agroform from a research institute. Da, 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 da. To find the following conclusion. Over the period from 2005 to 2008, mal ein bisschen story dump hier. The Institute did not conduct any research in its official fields of study. All the results of its work sent to the Ministry of Agriculture were falsified. Simultaneously, the Institute's management, specifically Petr Danilovich Striz, continued to receive state financing, equipment and consumables, and transferred them to a laboratory designated X18, using forged consignment notes, which provided cover for the operation by indicating that the materials were being transferred to an auxiliary facility. X18 appears to be a code name adopted by the group of people implicated in this affair, since our database contains no mention of this laboratory. Judging by the analysis of the documents we found, this laboratory is located within an hour's drive from the Institute. It is likely to be a clandestine facility, so I would request the involvement of our analytical department. Also die Leute mit Waffen? Nee. The lab's field of research is not clear and available documents contain no helpful information in this regard, but do make references to the infamous Professor Chapko. It also mentions some group. It is my firm belief that we have come to the end of the line and the analytical department will now have plenty of work to do. Ja gut, das sind tatsächlich die Analysts. Attached is a file. Is an archive file containing consignment notes for consumable materials and equipment transferred to the some auxiliary facility and extract from correspondence. Okay. As agreed, I'm sending the next packs of consumable materials and equipment. Help with the research, which is essential for agriculture. I arranged financing for the experiments by describing them as pilot experiments in fields studied by the Institute, so there won't be any problems with the ministry. How are the experiments progressing? I'm still. Ich meine, ihr seid da auch alle drin umgekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Weil wir haben da ja auch Leichen gefunden. Das ist ja etwas, das, wenn man es drauf anlegt, kann man da wirklich ganz gute Querverbindungen ziehen. Also gerade die Professor Chupko weiß jetzt nicht, aber da trifft man immer wieder Namen in diesen Dokumenten, die man dann da irgendwo als Leiche findet. I'm still deeply impressed by what you showed me last time. Sincerely yours. Except, das ist natürlich auch nicht besonders schön,
formatiert hier. We received any, everything. Team is very impressed. Laser Spectrometer. It's not for you. Yeah. You should visit more often. I'm always happy to see if this is only our drive to expand. Okay, das ist. Also, das da drüber war eine Zusammenfassung. Okay. Manage to get to the latest Japanese broadband of telescopes on the minister. Oh! Den habe ich irgendwo hergekriegt. Okay. Das ist der Dogcode im Red Forest, wo man durch diesen Tunnel gehen kann und dann die ganze Ballerei da umgehen kann. Aber ich glaube, das findet man erst, nachdem man da einmal durch ist. Also muss man doch durch sich durchballern. Rücklauf. Missions affect primarily advanced spheres of cognitive activity, also die SEAL missions. Experiments show that only humans and animals with developed cognitive processes, such as dogs and horses, are susceptible to these emissions. Of the above, only humans enter a state of trance. In animals, the effect is limited to a strong feeling of fear. Judging by this evidence, it would be reasonable to conclude that the emissions are geared specifically towards the human brain. Extensive studies on volunteers have shown that subjects will leave the trance state if given medicamental treatment. We also developed experimental devices that will protect to a certain extent the human brain from these emissions. Ja, also ich glaube, ganz grob ist die... Story, dass sie in X18 haben sie Experimente an... ich weiß es nicht mehr. Das, da ist es besser, wenn man ins Wiki guckt. Da haben sie auf jeden Fall mit Psi experimentiert an irgendwelchen Tieren und irgendwann haben sie dann herausgefunden, welche Wirkung das auf Menschen hat. Dann haben sie diesen kleinen, Miracle Machine in Yanta gebaut, um die Tests an Menschen durchzuführen. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass sie dann irgendwie den Brain Scorcher bauen konnten, der tatsächlich verhindert, dass da irgendeiner in die Nähe des Zentrums der Zone kommt. Es ist alles, es ist nicht so, man wird von der Story-Klarheit nicht erschlagen. Da muss man schon ein bisschen nachsuchen. Was wir in diesem Playthrough nicht unbedingt gemacht haben. Okay, also. Das Ding ist besser. Habe ich irgendwo uns, ich meine, den, der ist von den Protection-Werten natürlich besser, aber Radiation ist nur 70% und nicht mehr 90. Aber der hat 55 Bulletproofing und der hat nur 40, also würde ich sagen, lassen wir den hier. Und vielleicht irgendwo einen gut zugänglichen Stash. Oh, hier will ich nicht. Hier ist nicht. Hier will ich nicht sein. Gut zugänglichen Stash, wo ich das droppen kann. Glaub nicht. Und droppen wir einfach hier. So. Also Stash haben wir. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Kollegen mit den Rocket Launchern.